Hallo, mein lieber Steinbock, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu deiner Liebeslegung für den Mai 2024. Freut mich sehr, dass du hier bist. Wir schauen uns jetzt deine Liebeslage an im Mai, was sich da so zeigen will, was auf dich einwirken will, welche Situation besonders wichtig wird für dich im Liebesbereich. Und dann schauen wir noch in dein Gegenüber rein, in einen Menschen, der wichtig ist oder wichtig wird für dich in der Liebe im Mai. Bedenke, dass die Legung wie immer allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Steinböcke zutreffen muss. Das wisst ihr, das wisst ihr. Und ihr merkt das dann auch. Steinbock, wir starten. Steinbock, liebe Mai, was gibt es da zu sagen? Was will sich da zeigen für den Steinbock in der Liebe im Mai? Steinbock. Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Ja, Seelengefährten herbeirufen, sich jemanden herbeiwünschen, vielleicht sogar wirklich darum bitten, ne, die geistige Welt darum bitten, dass der Mensch an deiner Seite ist, sich zu verbinden mit den Menschen, oder auch vielleicht wünscht man sich jemanden wieder herbei, ne, oder ihr seid in dieser Verfassung, dass ihr gerne jetzt endlich den passenden Menschen an eurer Seite haben wollt. Vielleicht habt ihr da ja auch schon jemanden im Sinn. Oder auch eben, ja, man wünscht sich jemanden Besonderen herbei. Es geht darum, dass man sich mit seiner Gefühlswelt, mit seiner Gedankenkraft verbindet und ja, seine Wünsche dann auch freisetzt. Ne? Das, was man will, dass man diesen Menschen wirklich will, dass man diesen Menschen wirklich an seiner Seite haben will. Ne? Die Gedankenkraft, die Gefühlskraft, die Herzenskraft. Gucken wir mal weiter. Steinbock, was ist da los bei dir in der Liebe? Eine weitere Karte. Ja, Königin auf dem Thron sitzen, königliches Verhalten. So, entweder bist du in dieser Verhaltensweise, dass du da sitzt und wartest. So, dann komm doch jetzt endlich mal auf mich zu. Ich bin bereit, ich warte. Aber ich mache nicht wirklich einen Finger krumm, sondern ich möchte erobert werden. Oder aber es geht um die andere Person, die sich ein bisschen königlich, stolz verhält, ne? Jemand, der nicht wirklich viel Bewegung reinbringt, sondern einfach nur wartet und die Dinge auf sich zukommen lässt, ne? Wirklich so ein, ja, vielleicht auch so ein leicht egoistisches Verhalten, ja, vielleicht auch selbstverliebt, so ungefähr, ne? Ja, auf dem Thron sitzen und warten, dass man erobert wird, dass alles auf einen irgendwie zukommt. Gucken wir mal weiter. Noch eine weitere Karte. Steinbock. Was ist da los? Die Brücke. Die Verbindung. Die Verbindung herstellen. Warten auf die Verbindung. Warten auf den Brückenbau. Warten, dass man eine gewisse Ebene betreten kann. Warten, dass jemand eine Brücke herstellt, eine Verbindung herstellt, den Weg frei macht. Ganz klar geht es hier um eine Verbindung zu einem Menschen. Ne? Man möchte sich verbinden, man wünscht sich diesen Brückenbau, man versucht vielleicht auch selbst schon, diese Brücke herzustellen zwischen euch. Einen Übergang zu schaffen. Ne? Wir gucken mal, welche Situation besonders wichtig wird für dich in der Liebe. Welche Situation wird wichtig für Steinbock im Liebesbereich? Was kommt da? Eieiei. Die Ratte und die Spieluhr. Die Ratte ist ein nagendes Gefühl. Das ist jemand, der sich wegschleicht, davonschleicht, abhauen, sich etwas nehmen wollen und sich davon machen, so ungefähr, ne? Aber die Ratte, die geht hier raus, zum Glück. Dann haben wir die Spieluhr, die steht auch für Vergangenheit, so ein bisschen Vergangenheitsgefühl, Gedanken, ja, so ein bisschen Nostalgie, Zurückdenken. Das ist auch so ein Gedanke an eine vergängliche Situation. Das ist das Spielerische, ne? Das Leichte. Vielleicht hatte sich wirklich jemand davon gemacht oder man hat das Gefühl, die Person ist mir irgendwie zu weit weg oder ist mir aus den Fingern geglitten. Es kam einfach noch nicht zu dieser Verbindung. Es kann sein, dass man an eine alte Zeit zurückdenkt und sich das Ganze wieder wünscht.
Es kann auch sein, dass ihr in dieser Option seid, dass ihr in diesem Verhalten seid. Vielleicht habt ihr euch da irgendwie so ein bisschen von fern gehalten, weggeschlichen, davon gemacht. Aber nun erinnert man sich, man denkt zurück, man denkt auch viel drüber nach. Ne? Erinnerung, man erinnert sich an eine Lage, an eine Situation mit den Menschen, man erinnert sich an das Verhalten. Entweder geht es hier um eine vergängliche Person oder eine Person, die ihr auch schon sehr lange kennt. Aber es kann natürlich auch eine neue Person sein, ne? Die man sich hier herbei wünscht, wo man schon in Kontakt ist, in Kontakt war, aber es noch nicht wirklich zu einer Verbindung gekommen ist. Das ist auch so dieses typische, ja, du hast mir mein Herz geklaut, ne? Du hast mir was weggenommen. Meine Gefühlswelt hast du durcheinander gebracht und man denkt jetzt ständig an die Person. Gedanken, Gedankengänge, Erinnerungen, ne? Gucken wir mal Steinbock, was in dein Gegenüber vor sich geht. Was ist denn beim Gegenüber los, Steinbock? Ui, der Magier. Der Mensch hat magische Fähigkeiten, dich zu inspirieren. Das kann auch eine gewisse Manipulationskraft sein, ne? Vielleicht auch unbewusst. Man fühlt sich irgendwie manipuliert, gesteuert von diesem Menschen. Der Mensch kann einem faszinieren, der Mensch hat alles irgendwie dabei. Der Mensch kann deine Gefühle durcheinander bringen. Der Mensch zeigt dir eine gewisse Ebene auf, eine gewisse Stabilität. Der Mensch bringt deine Gedanken durcheinander. Der Mensch erweckt deine Leidenschaft. Das ist die Stärke, das ist die Willenskraft, das ist auch eine Manifestationsenergie, ne? Etwas zusammenzufügen, etwas zusammenzubringen. Es kann sein, dass dieser Mensch in diesem Verhalten ist, so von wegen, ja, eigentlich passt hier alles zusammen, wir haben alles zusammen, wir müssen das nur noch zusammenfügen, wir müssen nur noch die Brücke herstellen, wir müssen nur noch zueinander finden. Gucken wir mal. Was ist denn hier in der Emotionswelt los bei diesem Menschen, Steinbock? Oh, kuscheln. Noch eine Karte. Fessel. Heieiei. Ich habe das Gefühl, ihr seid wirklich irgendwie voneinander distanziert. In irgendeiner Art und Weise. Ne? Dieser Mensch möchte gerne innig sein mit dir. Dieser Mensch denkt vielleicht auch zurück. Vielleicht wart ihr auch schon innig miteinander. Oder es ist einfach dieses Gefühl, wir haben hier die Fessel, gefesselt sein, sich nicht regen können, nichts machen können. Diesen Menschen sind irgendwie die Hände gebunden, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Der fühlt sich regungslos, unternehmungslos. Vielleicht möchte der Mensch auch gerne auf dich zukommen, ne? Berührung, innig sein, es so weit auch kommen lassen. Aber wie schon gesagt, regungslos. Entweder traut der Mensch sich nicht oder es ist die Distanz. Ihr seid vielleicht auch wirklich lange schon voneinander entfernt. Wie schon gesagt, wenn das ein Mensch aus der Vergangenheit ist, vielleicht habt ihr ja wirklich mal etwas miteinander gehabt oder ihr wart zusammen sogar auch, ne? Und der Mensch denkt dann natürlich auch dran zurück. Aber irgendwas hindert diesen Menschen daran, Schritte zu unternehmen. Oder er ist einfach regungslos und traut sich nicht. Wir klären das mal auf, Steinbock. Was ist hier los bei diesem Menschen? Der Magier, Kuscheln und Fessel. Der Anker, oh, und die Krone. Mensch, Verankerung, Festigung, an etwas auch festhalten wollen. Dann haben wir hier wieder den Stolz, beziehungsweise kann das sein, dass jemand sich die Krone holen will, ne? Dass jemand an erster Stelle sein will. Ich weiß nicht, was da jetzt noch eine Rolle spielt bei euch. Vielleicht spielen da andere Menschen eine Rolle oder auch die Entfernung, irgendetwas. Dieser Mensch möchte Festigung, ne? Möchte auf jeden Fall etwas fester machen. Das ist die Stabilität, das ist die Basis. Sich eine Basis zu schaffen und versuchen, das Beste draus zu machen, ne? Es kann auch sein, Moment, dass der Mensch aufgrund vom Beruf von dir distanziert ist. Der Beruf ist diesem Mensch auch sehr wichtig, ne? Weil dieser Mensch hat sehr viel Erfolg im Berufsleben auch. Der Beruf kann hier eine starke Rolle spielen, ne? Dass diese Distanz einfach herrscht oder die Zeit einfach nicht da ist. Ne? Der Mensch hat sehr viel mit dem Beruf zu tun hier und ist da auch sehr erfolgreich drin. Was haben wir da im Hintergrund?
83, 11. Ja, Steinbock, das sind die Routen, ne? Das sind die Konflikte. Im Zwiespalt sein, hin und her überlegen. Vielleicht habt ihr auch selbst Konflikte gemeinsam. Ne? Das ist ein großer Konflikt. Das sind Diskussionen, die man auch mit den Menschen vielleicht immer wieder hat. Ne? Gespräche, Klärung reinbringen. Klärendes Gespräch muss da sein. Klärendes Gespräch ist notwendig. Mit sich selber hin und her ringen, in Konflikt stehen. Ne? Die Hände sind gebunden, der Beruf ist mir wichtig. Oder auch eben etwas anderes, ne? Wo man auch noch dran festhält. Man möchte etwas festigen, aber die Hände sind irgendwie gebunden. Und da wartet jemand wie auf dem Thron, ja, wann kommst du? Beziehungsweise, ja, wann ist der Zeitpunkt denn da? Sich erobern lassen wollen. Steinbock, gucken wir mal, wie die Ausgangssituation aussieht zwischen euch oder überhaupt für dich im Liebesbereich im Mai. Wie sieht die Ausgangssituation aus? Steinbock, wie sieht die? Oh, in der Page der Stäbe. So, leidenschaftliche Energie, das ist Feuerenergie, Schütze, Löwe, Widder. Das muss jetzt nicht unbedingt der Mensch sein in dem Sternzeichen. Vielleicht ist das ein neuer Mensch, ist es ein neues Gefühl. Es ist eine brennende Leidenschaft, die hier erweckt wird. Ne? Vielleicht ist es einfach so, man sieht sich nicht oft oder es ist einfach auch noch nicht dazu gekommen. Ne? Man ist begeistert, inspiriert, dieser Mensch inspiriert, der Mensch hat sehr viel Feuer in sich. Es geht hier auch um Leidenschaft, es geht um Körperlichkeiten vielleicht auch, ne? Anfangsenergie, immer wieder anfangen, immer wieder von neuem agieren. Es geht hier auch um einen Menschen, der auch selber sehr viel Feuer und Leidenschaft in sich trägt, auch für andere Sachen begeistert ist, ne? Aber der Mensch schafft es immer wieder, dich zu begeistern. Man ist begeistert von diesen Menschen. Es kann sein, dass sich da tatsächlich etwas Körperliches bei euch anbahnt. Ne? Da bahnt sich die Leidenschaft an. Der Page ist eine jüngere Energie. Ne? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ein junger Mensch ist, aber der Mensch hat irgendwie noch andere Dinge vor sich. Der Mensch muss noch viel lernen. Ne? Der Mensch muss vielleicht auch noch viel in dieser Verbindung lernen. Dazu lernen. Ne? Steinbock. Ich danke dir fürs Zusehen. Vielleicht hast du ja schon eine Bestätigung bekommen oder du wirst sie noch erhalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Mai, auch in der Liebe, dass alles so in deine Richtung kommt, wie du dir das wünschst. Mein lieber Steinbock, bis bald. Tschüss.